Fußballharz heute auf Osterwiek. Hier spielt der SC Magdeburg. Hier ist der Trainer Jens Hertel. Mit der Person, mit dem Trainer kam nach Magdeburg der Erfolg wieder. Du bist jetzt in der dritten Saison hier. In der ersten Saison hast du es gleich geschafft, der Aufstieg in die dritte Liga, und hast eine sensationelle Drittligasaison hingelegt mit dem vierten Platz und 56 Punkten. Wie zufrieden bist du mit der bisherigen Saisonvorbereitung jetzt aktuell? Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Also was jetzt die physischen Werte betrifft, sind wir, glaube ich, besser als im letzten Jahr. Was ein bisschen Sorgen macht, sind ein paar zu viele angeschlagene Spieler. Es kommen zwar jetzt ein paar zurück, heute Felix Schiller dabei und Sebastian Ernst dabei, aber sind leider noch zu viel Verletzte. Aber ich denke, die werden ihren Rückstand aufholen, und natürlich denke ich dann, dass wir schon eine gute Vorbereitung gemacht haben. Aber die Wahrheit liegt auf dem Platz, und das wird das erste Punktspiel gegen Köln dann zeigen, ob es gut war oder nicht. Danach wird auch die Vorbereitung dann natürlich gemessen. Das stimmt. Ich weiß, dass du eher jemand bist, der tief stapelt. Aber trotzdem möchte ich dich fragen, was ist nach der guten ersten Vereinsgeschichte, Drittligasaison, was ist dein Saisonziel in der kommenden Saison? Naja, wir sind jetzt ein Jahr dritte Liga. Wir können das schon sehr wohl noch schätzen, dass diese Liga für uns auch was Besonderes ist. Und von der Seite her gilt es in erster Linie natürlich 45 Punkte zu holen, die den Nichtabstieg bedeuten. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, Mannschaften, die auch eine gute Saison das Jahr davor gespielt haben, Stuttgarter Kickers Vierter geworden, sind abgestiegen. Cottbus hat sich nach oben orientiert, ist abgestiegen. Es ist Warnung genug, also die dritte Liga ist sehr ausgeglichen. Wenn man da jetzt zu schnell mit zu großen Zielen irgendwo hausieren geht, wird das natürlich schwierig. Für uns gilt es darum, das erstmal zu behalten und das so schnell wie möglich. Nein, das ist auch vernünftig. Ein Mensch der ruhigen Worte, erst einen Ball flach halten. Und ich denke, wir in Magdeburg sind alle sehr zufrieden mit deiner bisherigen geleisteten Arbeit, weil mit dir kam der Erfolg zurück. Aber trotz alledem, wer ist für dich, welcher Verein gehört für dich zu den Meisterschaftsfavoriten? Ja, das sind natürlich in erster Linie die drei Absteiger, die sicherlich auch eine gute Rolle spielen werden, weil sie ja dann natürlich schon über eine andere Strahlkraft verfügen als nötig ist. Also FSV Frankfurt, Duisburg und Paderborn. Aber natürlich Chemnitz, die sehr viel investiert haben, Preußen Münster, die sehr viel investiert haben. Und dann gibt es immer noch eine Überraschungsmannschaft, die jetzt niemand so richtig auf dem Schirm hat. Aber ich denke mal, so die fünf werden wohl den groben Favoritenkreis ausmachen. Ja. Der erste FC Magdeburg hat eine super Fangemeinschaft, das ist ein alter Traditionsverein aus dem Osten. Wie ist bisher der Eindruck für dich heute im Osterwiek? Was sagst du zum Verein, was hier los ist? Ja, es ist sehr viel los. Ja. Also ja. Man ist schon überrascht, dass es so voll ist und auch so viele Leute schon da sind. Auch wir sind ja anderthalb Stunden vom Spiel hier gewesen. Ja, also wir lassen uns überraschen natürlich. Ja, klar, die Rahmenbedingungen, der Platz sind jetzt nicht im optimalen Zustand, aber da müssen wir halt durch. Ja, man darf nicht vergessen, ihr spielt normalerweise im Landesklassenverein, aber trotz alledem kann man doch lobende Worte für die Leute finden, die haben es gut vorbereitet. Und ich würde mal sagen, danke für deine kurze Antworten von dir, und ich wünsche dir und dem Verein euer maximalen Erfolg. Danke dir. Danke. Tschüss.